Idee-Tipp Nummer 59. Stricken, Grundlagen Teil 2. Im ersten Teil haben wir gelernt, kraus rechts zu stricken. Jetzt werden wir glatt rechts stricken, das heißt, dass die Hinreihen rechts, die Rückreihen aber links gestrickt werden. Am Ende einer Reihe rechter Maschen nehmen wir die letzte Masche ab und drehen unsere Arbeit um. Dann stechen wir durch die erste Masche, legen den Faden um die Nadel, holen ihn und lassen die Masche von der Nadel gleiten. Durchstechen, Faden holen, von der Nadel gleiten lassen. Achtung, bei linken Maschen liegt der Faden vor der Nadel. Hier noch einmal zum Vergleich, bei rechten Maschen liegt er dahinter. Das Prinzip ist trotzdem dasselbe. Durchstechen, Faden holen, von der Nadel gleiten lassen. Und noch einmal linke Maschen. Der Faden liegt nun wieder vorne. Durchstechen, Faden holen, von der Nadel gleiten lassen. Das Ergebnis weist dann das klassische Muster mit den kleinen Vs auf.